Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute wird es wieder tierisch, denn die Wowbox von Fressnapf ist angekommen. Und wenn dich interessiert, was in der drin ist, bleib super gern dran. Die Wowbox ist eine Überraschungsbox für Hunde. Wir haben zwei Hunde in der Familie, deswegen darf die natürlich nicht fehlen. Die kommt jede zwei Monate, kostet 24,95 € und das ist jetzt die große. Denn wir haben einen großen und einen kleinen Hund. Und der kleine hat aber schon relativ viel Spielzeug und so. Und deshalb geht die eher an den großen, an unsere Raya. So heißt die große nämlich. Und ich bin so gespannt. Ich freue mich so auf diese Wowbox, weil ich fand die letztes Mal schon echt cool. Es waren wirklich sehr, sehr brauchbare Produkte drin. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Als erstes muss ich natürlich kurz noch das Paketband abmachen. Normal habe ich immer eine Schere hier, aber es hat gut funktioniert. Oh, ich hoffe, die Große freut sich drüber. Und wir schauen rein. Wieder ganz viel Fisselpapier oben drauf, wie bei der Beautybox auch. Tue ich mal gleich zur Seite. Ja! Und das ist der erste Einblick in die Box. Ach, goldig. Oh je. Oh, mein Herz geht auf. Ich habe hier wieder Werbung drin. Das haben wir immer eigentlich dabei. HelloFresh. Und dass du im Jahresabo sparen kannst. Und sogar Purelay. Okay. Da kriegst du 10% auf den Mahina Club mit Aloha Mahina. Okay, vielleicht interessiert es jemanden, der bei Purelay gern was abschließen möchte. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Produkte an. Ich tue dir alle Einzelpreise ausrechnen und am Ende auch den Gesamtwert oder reihe dir auch alles hinter mir auf, dass du mal einen Gesamteinblick hast. Ich muss damit anfangen. Könnten wir bitte darüber reden, wie goldig dieses Spielzeug ist? Ach Gott, das hat hier so Knisterfolie drin. Hat es auch ein Quietschi? Nee, oder doch? Doch, ein Quietschi im Kopf und Knisterpapier hier unten. Es ist eine Fledermaus, passend zu Halloween. Ach, wie cool. Und noch ein Seil zu ziehen. Echt mega süß. Für sanfte Kauer mit Geräusche. Ach Gott, ich sterbe, ist das süß. Eine kleine Fledermaus. Die finde ich echt so zuckersüß. Da wird sich die so drüber freuen. Und meine Schwester auch, wenn die diese Box dann aufmacht. Ich mache die wieder zu. Ey, das ist echt geil. Mega erstes Produkt, ist immer ein Spielzeug dabei, ein Trainingsprodukt und natürlich Essen. Dann haben wir süß Pfotenpflegebalsam. Von Naturally Good habe ich Pfotenpflegebalsam mit Mangobutter und Bio-Share-Butter. Eine Tube mit 60 Milliliter, dass wir die Pfötchen unserer kleinen Freunde natürlich auch eincremen können. Ist vielleicht für die kältere Zeit jetzt gar nicht schlecht. Vor allem, die Große hat immer so viel Dreck zwischen den Pfoten. Da musst du die immer natürlich abreiben mit dem Handtuch und so. Und dann ist so ein Pfotenbalsam vielleicht gar nichts Schlechtes. Auch nicht schlecht. Dann habe ich wahrscheinlich das Trainingsprodukt, gehe ich davon aus, ein Kong Ball. Ist das so einer mit Leckerlis oder ist das einfach nur ein fester? Der hat da ein Loch. Ich glaube, das ist so einer, wo du Leckerlis reinmachen kannst. Genau, für Apportspiele. Ball aus schwarzem Kong, extrem Kautschuk für andauernde Apportspiele. Extreme Sprungkraft. Wichtig, wählen Sie die korrekte Größe, entfernen Sie vor dem Spielen die Verpackung und bewahren Sie den Sicherheitshinweis auf. Wie gesagt, das müsste so ein Spielzeug sein, wo du Leckerlis und so reinmachen kannst, dass der Hund damit auch apportieren üben kann. Finde ich sehr schön. Es fühlt sich wirklich sehr robust an. Und springen lassen kann ich ihn jetzt leider nicht. Ich lasse ihn in der Verpackung drin. Aber finde ich cool. Was zum Üben. Aus den USA. Dann habe ich eine Dose drin. Ich wollte schon sagen, Thunfisch. Terracanis. Mega. Also Terracanis macht sehr, sehr qualitativ gutes Hundefutter. Und hier habe ich jetzt ein Getreidefrei mit Wild, mit Kartoffel, Apfel und Preisebeere. Bin ich mal gespannt, ob sie das mag. Ich hatte erst mit meiner Schwester das Gespräch über Terracanis, dass es wirklich sehr, sehr gut sein soll. Und sie wollte auch da mal was bestellen. Jetzt kann sie da mal das hier geben, ob ihr das überhaupt schmeckt. Weil der Hund ist wirklich
Ich glaube, der, ich weiß gar nicht, der ist wie ein Mensch. Das ist wirklich so. Er hat vieles, was er nicht mag und sucht sich immer das Beste aus. Also wenn du ihm einen Futternapf machst, dann die kriegt wirklich schon wirklich sehr gutes Futter. Trotzdem, wenn meine Schwester da noch andere Sachen mit reinmacht, ein bisschen, oder vielleicht auch mal, ich weiß gar nicht, hat sie dann irgendwann ein Medikament oder so reingemacht? Macht man ja auch manchmal, wenn die einen Befall oder so haben. Denkt ihr, die hat das gegessen? Die hat sich das Gute rausgepickt und das Schlechte dagelassen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob sie das mögen wird. Aber bestimmt. Immer noch so viele Produkte. Das nächste Produkt ist eine Tüte von Hunderunde. Hundehappen, Sportskanone, Karottentester, Kartoffeln, Trester, rote Beete-Trester und Konzentrationsmischung aus Sanddornfännchen und Hagebutter. Ein Beutel ist eine Mahlzeit, Straßenhunde in Not. Ah, okay. Ist es vielleicht was dann, wo was gespendet wird oder so, weil steht Straßenhunde in Not. Unsere Hunde sind tatsächlich auch Straßenhunde, beide. Ja, sehe ich jetzt hier aber nichts für ausgewachsene Hunde. Das muss ich mal probieren. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal andere Sachen ausprobieren. Und das hier, was ist das? Habe ich mir schon gedacht. Das sieht aus wie so Kaninchenstreu. Verdauungsglück. Aha. Für ein gutes Bauchgefühl. Schmeichelt der Verdauung und dem Gaumen. Wir haben 40 Gramm drin. Ein Messlöffel. 10 Gramm pro 20 Kilo Körpergewicht. Das ist für die bessere Verdauung. Auch nicht schlecht. Das hört sich doch auch echt spannend an. Die kennen wir ja so Zahnsticks, sage ich mal. Und zwar habe ich hier von Wimtees einen Dental Treats. Das sieht auch aus wie eine Zahnbürste. Das ist ja lustig. Der hat wirklich hier wie so Borsten drauf. Hier. Cool. So ein Zahnstick einfach für Hundezähne. Die kauen dann und dann kann sich kein Zahnschmelz bilden. Auch nicht schlecht. Geht weiter. Sehr viele Leckerlis, wie gesagt. Von Happy Dogs, Soft Snack, Toskana, Ente und Lachs. Ohne Zuckerzusatz, weizenfreie Rezeptur für kastrierte Hunde. Ah, okay. Doch, sie ist kastriert. Das ist jetzt ein Ergänzungsfuttermittel aus viel Maismehl, Mais, Reis, Lachs. Okay. Hört sich doch auch nicht schlecht an, ne? Das sind das Herzchen. Ich glaube, das sind Herzchen. Auch goldig. Dann gibt es noch mal was zum Kauen. I love Premier. I love my dog. Kaninchen. Auch wieder Kausticks aus 95% Fleisch. Auch immer gut, finde ich, da zu haben. Einfach, um, wenn sie mal ein Leckerli verdient haben oder so, dass sie einfach eins bekommen. Also die bekommen schon wirklich viel. Sind schon zwei Verwöhnte. Aber sie haben es auch verdient. Die sind auch wirklich beide zuckersüß. Ich muss euch mal ein Bild am besten einblenden von beiden. Ach, mega. Liebt die zwei Racker. Jetzt habe ich hier noch was riesengroßes drin. Mimos. Caballos. Okay. Dinkelcracker mit Pferd. Speltcracker with Horse. Mit wertvollen Omega-Fettsäuren. Eine Tüte voller Hundeliebe. Das glaube ich, die mögen ja auch so Sachen, die so stinken und so. Das war das eine. Pansen. Oh Gott. Das war ja auch übel, gell, vom Geruch. Ergänzungsmittel für Hunde, ja, weiß ich jetzt nicht. Pferdefleisch. Bin hier irgendwie zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ja. Keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt auch nicht so perfekt aus. Natürlich kriegen die Hunde von mir auch oft was. Aber ich habe so nie was mit Pferd gesehen oder gekauft. Bin ich irgendwie jetzt ein bisschen verwirrt. Das sind drei so wirklich große Riegel, die wirklich auch sehr stabil sind. Also ihre Freude werden sie damit haben. Und das letzte Produkt ist von Crave. Ein Protein-Centries. Eine Kaustange im Prinzip. Für 15 plus Kilo Hunde passt wieder, auch wieder für die Zähne, einfach so ein Kauknochen. Und sowas, wie gesagt, finde ich immer gut da zu haben. Ich weiß nicht, die werden sich da auf jeden Fall drüber freuen. Meistens ist es so, die Spielzeuge kriegt tatsächlich die große und mit der kleinen wird der Rest geteilt. Aber ich fand sie wieder super schön. Jetzt muss ich das da hinten hinlegen.
Du siehst den kompletten Inhalt bei hinter mir. Ja, was soll ich sagen? Ich finde sie wirklich super toll. Du kriegst neue Sachen und auch solche süßen Sachen wie die Fledermaus. Ich finde einfach, sie lohnt sich. Es ist wirklich was Schönes. Du kannst dir und deinen Vierbeinern wirklich was Gutes tun. Und ja, mir gefällt sie einfach wirklich sehr gut. Kannst du mir deine Meinung super gerne mal in die Kommentare schreiben? Würde ich mich super drüber freuen. Und ich hoffe auch sehr, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren. Und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder.